Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Im letzten Part, war auch der erste Part, sind wir hier in diese kleine Höhle gegangen, haben schon ein bisschen was an Essen geholt. Wir haben hier Steak, gebratenes Hammelfleisch, gebratenes Schweinefleisch. Also eine ganze Menge Essen haben wir schon. Und wir haben ein bisschen Stein hier gefarmt in so einer kleinen Höhle, weil es ist immer noch Nacht draußen und wir warten darauf, dass es Tag wird, damit wir weiterziehen können. Hier im Ofen brät noch ein bisschen Eisen. Dann werde ich mir mal mein erstes, ja, Eisenschwert machen. Aber ich brauche vorher ein bisschen Stöcke. Hat sich die Textur der Stöcke auch geändert oder kommt mir das jetzt nur so vor? Und ich höre im Hintergrund ein Baby-Zombie und ein Skelett. Passt doch. So, ich wollte so ein Eisenschwert. In der Haupthand. Aha. Der Haupthand bedeutet was? 1,6 Angriffsschaden. Ne, Angriffsgeschwindigkeit. In der Haupthand. Und ist das hier, das könnte dann die sekundäre Hand sein, oder? Ach, keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich es dann. Ich werde es vorerst noch das Steinschwert verwenden für die Tiere und so. Ich werde das aber mal so machen, dass ich hier auch immer Zugriff auf das Eisenschwert habe. Werde ich hier mal ein bisschen mein Inventar sortieren. So. Und dann, sobald es wieder Tag wird, werden wir weiterziehen. Da ist der Mond, da ist der Mond. Also es ist nicht mehr lange, dann ist es wieder Tag. Nicht mehr lange. So. Dann hier mal eine Fackel hinsetzen. Dann so. Dankeschön. Und dann, was will ich denn jetzt hier noch craften? Ich wollte eine Schere haben. Wenn wir auf Schafe treffen und noch einen Eimer. Um ein bisschen Wasser dann dabei zu haben. Dann habe ich noch zwei Eisenerz. Das will ich jetzt, da will ich jetzt die wertvolle Kohle nicht verwenden. So, dann baue ich das hier schon mal ab und bereite mich darauf vor, dann weiterzuziehen. Sobald es Tag ist, ja, dauert nicht mehr lange. Bald sind wir da, bald sind, können wir weitermachen, also weiterziehen. Es ist mir auch ein bisschen dunkel. Ja, das ist hier unsere schöne Anfangshöhle. Ob wir jemals hier zurückkehren werden, keine Ahnung. Also hier haben wir unsere erste Nacht jetzt vollbracht. Aber bis jetzt sind wir noch Wanderer. Später werden wir vielleicht ein kleines eigenes Haus haben, wo wir und wo wir ein Bett stehen drin haben und so weiter und so fort. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So. Gleich werden wir losziehen, aber erst gleich. Ich höre noch die ganzen Skelette und so, die müssen natürlich erstmal verbrennen in der Sonne. Also ich laufe einfach durch, das könnte ich natürlich auch machen. Essen habe ich ja genug. Essen habe ich ja genug. Dann warte ich kurz. Und dann geht es gleich los. So, Schisshöhle, war schön mit dir. Vielleicht sieht man sich eines Tages mal wieder, aber ich denke mal ja nicht, dass wir hier jemals wieder zurückfinden werden. Und wenn doch eines Tages, dann wäre es natürlich super. Dann wäre es aber wirklich richtig super. So, es ist Tag. Es geht jetzt los. Creeper, Creeper. Scheiße, scheiße. Was? Der hat aufgehört? Ich dachte, die. Sobald die Eimer zischen, ist dann vorbei. Dann explodieren die wirklich. Aber okay, dann habe ich mich geirrt. Ja, ich habe noch niemals Minecraft Hardcore gespielt. Also das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das spiele. So, und das ist ein Glück wieder Tag. Also Tag, das tut sehr, sehr gut hier am Tag wieder herumzulaufen. Da hinten ist Lava, da will ich nicht sein. Auf keinen Fall. Wir müssen natürlich auch, wenn wir laufen, auf Schluchten nur so aufpassen. Das wäre extrem bitter, wenn wir jetzt hier in der zweiten Folge dann plötzlich in der Schlucht fallen und ja, dann ist die erste Staffel vorbei. Ihr wisst ja, sobald wir sterben, ist diese Welt gelöscht und Staffel 1 vorbei. Und auch erstmal das Let's Play, weil sobald ich glaube sterbe, werde ich erstmal ein bisschen Pause haben. Aber ich will jetzt noch nicht darüber philosophieren. Ich möchte hier überleben und nicht schon mal Pläne machen. Was wäre, wenn? Da ist ein Grafikpack. Sehr interessant. Sehr interessant. Hallo Hasen. Freut mich, euch kennenzulernen. Die Hasen sind zu süß. Die möchte ich nicht töten. Die möchte ich nicht töten.
Ihr merkt ja jetzt sicherlich auch schon, dass ich jetzt hier wieder sprinte. Weil ich habe ja jetzt genügend Essen und hier gibt es wirklich einige Grafikbugs. Ich muss doch mal Optifine reinmachen. Das geht ja so nicht. Da kann man schön durchschauen. Obwohl eigentlich mein PC super ist, also macht es trotzdem noch ohne Optifine einige Bugs rein. Aber ich werde dann nur Optifine wegen diesen Bugs da reinnehmen. Nicht wegen dem Zoomen, also das Zoomen werde ich überhaupt nicht verwenden. Weil ich möchte natürlich hier immer noch alles Minecraft Vanilla belassen. Ist ja klar. Nicht, dass da hinten schon die Insel vorbei ist. Das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. So. Da laufen wir erstmal hier durch. Ja, Berg, du siehst sehr, sehr schön aus. Und was mache ich, wenn normal Kohle wäre und ich es nicht sehe? Naja. Dann einfach mal weiterlaufen. Mal hier kurz was schauen. Okay. Also am Arbeitsspeicher kann es nicht liegen, weil Minecraft hat genügend Arbeitsspeicher zugewiesen von mir bekommen. Es ist einfach bestimmt, weil es einfach Vanilla ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, laufen wir erstmal weiter. Ich werde hier auch mal was essen wieder. 4 Hungerskeulen hergestellt, Schweinefleisch her. Das ist sehr, sehr gut. Das freut mich aber wirklich. Das ist eine lange, lange, ja, Schneewüste, sage ich mal. So, Schneelandschaft meinte ich damit. Ich mag eher nicht so sehr Schnee, also, nee. Nee, 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 nee. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass hier diese Schneelandschaft bald vorbei ist. Ja, die ist da vorbei, aber nicht so vorbei, wie ich sie haben möchte. Dann würde ich sagen, wir craften uns ein Boot. Weil Boot toll ist, Boot ist prima. Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter und so fort. Kennt ihr ja. Das ist ja ein neues Symbol jetzt. Fichtenholz. Was? Es gibt jetzt einzelne Arten von Böten? Oder Booten, oder wie man das auch immer in der Mehrzahl nennt. Okay. Fichtenholzboot. Ich habe mich wirklich noch nicht so sehr damit befasst. Das ist ja. Das ist eine coole Neuerung, muss ich sagen. Und die Steuerung ist ja total anders. Aber irgendwie auch. Ja, es ist auf jeden Fall besser als sonst. Bremsen geht auch. Oh, Bremsen geht sehr, sehr schnell. Haben die dann auch die Loren geändert oder so? Ja, man kann jetzt hier auch umschauen. Aber man kann nicht ganz zurückschauen. Das ist ja cool. Die haben das trotzdem noch ein bisschen so realistisch gemacht. Weil sonst, wenn man sich umgeschaut hat, zum Beispiel nach rechts, dann sind wir wirklich nach rechts gefahren. Also. Ja. Oh. Das kam jetzt überraschend, aber es ist ein normales Biom jetzt. Und aussteigen. Aussteigen, ja, ist immer noch so wie sonst auch. So, dann das Boot nehme ich natürlich mit. Kann man immer mal brauchen. Ich denke mal, ich werde mir dann auch mal so langsam einen Ort suchen, wo wir uns niederlassen können. Am besten in Plains-Biom, weil Plains-Biom, davon bin ich ein Fan. Ah, shit. Da bin ich jetzt runtergefallen. Nichts Interessantes hier. Das finde ich nicht in Ordnung. Keine Kohle, kein Eisen, nix. Einfach nix. So. Hier sind auch schöne Bäume. Da werde ich mal kurz mit der Axt mal ein paar Bäume abfällen. Falls wir mal Eichenholz oder Birkenholz brauchen, nehme ich auch mal ein paar Setzlinge mit. Setzlinge kann man ja auch immer mal brauchen. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Noch ein bisschen. Das ist schon mal gut. So, dann hier nochmal einen Eichenbaum. Und dann noch einen Birkenbaum. So, hier noch. Und dann ist da noch ein Birkenbaum. Ja, Platz für Setzlinge ist auf jeden Fall noch da. Das ist super. Man weiß ja nie, mit welchem Holz man arbeiten möchte später. So, da hinten ist auch eine Kuh, aber die Tiere lasse ich jetzt mal am Leben. Weil ich habe ja erstmal genügend Fleisch. So, da ist ein Eichensetzling und noch ein Birkensetzling, hätte ich gerne. Ja, habe ich jetzt. Super. Dann geht es jetzt weiter. Ah, da hinten sieht es gut aus. Da hinten sieht es sehr, sehr gut aus. Hühner gibt es hier auch. Cool. Brauche ich Federn? Ja, die Hühner, die töte ich aus dem vollen Grund, damit wir Federn haben, um später Pfeile herzustellen.
Bei Minecraft Hardcore, da ist es nicht verkehrt, wenn man genügend Pfeile dabei hat. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, da nur ein bisschen Plains ist es hier, aber nur ein bisschen zu wenig. Sieht zwar schön hier aus, die Gegend, aber ist nicht so sehr, dass ich hier sage, hier möchte ich bleiben. Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doch, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Das ist unser Platz jetzt. Unser Platz. Und ich werde mal was essen. Ich wollte hier nichts hinsetzen. Dankeschön. So. Dann werde ich hier erstmal so ein bisschen das Gras hier wegmachen. Und ich hier einen besseren Überblick habe. Ich werde hier erstmal ein provisorisches Haus hinbauen. Aber nur provisorisch. Wo wir dann die Nacht übernachten können. Also, ja, die Nacht übernachten können, ja, ich weiß. Aber wo wir die Nacht durchstehen können. Und Saat ist nie verkehrt, wenn wir hier was anpflanzen möchten. Das werde ich gleich auch mal machen. Wenn ich hier alles so abgegrast habe. So. Dann hier erstmal eine Werkbank hinsetzen. So. Dann hier eine Hacke. Hier sieht es doch gut aus. Kann ich. Hier mache ich erstmal ein Feld hin. Ist das jetzt ein anderer Sound? Das ist, glaube ich, ein anderer Sound. Okay. Ah, ich wollte das da nicht hinsetzen. So, wie viel? 18 Stück habe ich. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So, bisschen Weizen hier. So. Dann, wie viel Holz habe ich? 10 Stück. Ich werde hier erstmal noch mal ein paar Bäume abfällen. Erstmal noch ein paar Bäume. So. Also das erste Haus, was ich hier hinbaue, dieses provisorische Haus, das wird natürlich noch. Das sieht dann natürlich noch ein bisschen, ja, doof aus. Also das wird einfach nur ein Klotz in der Welt sein, sozusagen. Unser erstes richtiges Haus, das wird dann natürlich schon anders. So, und dann hier diesen Baum werde ich hier noch fällen. Das war's dann schon. Das Holz sollte dann reichen. Wie lange ist überhaupt noch Tag? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Wie lange ist noch Tag? Oh, nicht mal ganz so lange. Wir müssen das Haus bauen. Ganz schnell, ganz dringend. So, hier Holz. Ich habe auch so lange nicht mehr im Default Texture Pack gebaut. Hey! So. Das ist ein bisschen doof. Da wäre ich mal. Ah, ich habe keinen Inventarplatz. Um die Fackel da wegzunehmen. 1, 2, 3. Ja. Um eins noch. Um eins noch. So. Dann hier nochmal um eins alles hoch. Und dann noch das Dach fertig machen. Dann ist dieses erste Häuschen auch schon fertig. Hier nochmal ein bisschen. So, dann hier und da. Dann kommt hier vorne erstmal ein Eingang rein. So, unser erstes Häuschen. Willkommen daheim. Kann man schon sagen. So, die Werkbank kommt auch erstmal mit rein. So, die Setzdinge nehme ich natürlich auch mal mit. Vielleicht habe ich Glück, dass hier irgendwo ein Apfel droppt oder so. Aber bisher sieht es nicht danach aus. Okay. Dann ist es halt so. Und da wir jetzt ja auch wissen, dass wir hier bleiben, kann ich hier auch mal eine Truhe erstellen. Weil Truhe ist auch nicht schlecht. Damit wir das ganze Zeug hier erstmal ablagern können. So, alles, was wir hier jetzt erstmal nicht brauchen. So, hier, da. Schere nehme ich mal mit. So ein bisschen Essen tue ich hier rein. So, und dann hier und da noch. Das war's erstmal, was ich da rein tue. Dann noch eine Tür brauche ich. Eine Tür brauche ich. Eine Tür. Und dann wird es leider auch schon Nacht. Wird leider schon Nacht. Und ich hatte gehofft, dass wir zu dieser Nacht schon ein zweites Schaf finden, aber leider, leider nicht. Oder sehe ich jetzt hier ganz schnell noch eins? Mm-mm. Sehe leider kein Schaf. Hier noch ein bisschen mehr Wolle.
Na gut, dann würde ich mal sagen, wir werden jetzt in die Hütte jetzt reingehen. Dann hier mal aber vorne nochmal eine Fackel hinsetzen und hier drinnen natürlich auch. Die Türen haben jetzt auch einen anderen Sound bekommen. Cool. So. Genau, hier können wir jetzt aber recht wenig machen, leider. Aber ich will. Soll ich das riskieren? Ja. Ich erkunde hier mal so ein bisschen die Gegend, aber wenn jetzt zu viele Mobs spawnen, dann werde ich in die Hütte jetzt reingehen. Ach, schöner, so schöner Mondaufgang. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Oh, ich höre schon die ersten. Da ist der erste Zombie. Was haben die denn jetzt hier für eine Textur bekommen? Verrottenes Fleisch ist aber auch nicht schlecht. Ja, solange es hier geht, werde ich hier draußen bleiben. Nur halt auch vorsichtig sein auf Creeper und so weiter und so fort. Hexen sind auch. Auf Hexen müssen wir auch aufpassen, weil Hexen, die sind sehr dreist und können uns wirklich sehr, sehr schnell töten. Da hinten sehe ich einen Creeper. Oh, ich habe richtig Angst. Oh, das ist hier so ein extrem Hülsbiom. Da könnte Kohle sein. Da werden wir vielleicht noch hingehen, um Kohle zu farmen. Mein Ziel, warum ich hier jetzt herumlaufe, ist einfach ein Schaf zu finden, damit wir noch ein bisschen mehr Wolle haben. Nur ich möchte halt auch nicht so weit weggehen. Ich möchte einfach nicht so weit weggehen. Da hinten sehe ich einen Creeper, da ist auch ein Creeper. Ich bin eine Spinne. Nee, nee, nee. Ich hau ab. Ich bin jetzt ein Feige. Ich bin jetzt einfach Feige. Hey, wie wir wissen, einmal tot, immer tot. So, man könnte hier natürlich auch ein paar Fenster reinbauen, aber noch nicht. Erstmal bräuchte ich Sand dafür. Ich könnte ja mich schon mal um ein paar mehr Werkzeuge kümmern. Genau, dann kümmere ich mich mal um ein paar Werkzeuge. So. Dann einmal hier noch eine weitere Spitzhacke, wäre nicht schlecht. Und dann eine Axt wäre nicht schlecht. So. Sonst noch irgendwas? Haben wir schon Feen? Nein, Feen haben wir noch nicht. Wir könnten zu der Spinne gehen. Ein paar Feen holen. Komm, stopp! Nur ein Spinnenauge. Nur ein Spinnenauge, Mist. Fäden deshalb. Da. Ich gerne einen Bogen haben hätte wollen, also gerne einen Bogen haben möchte. Da hinten ist ein Skelett. Ach ja, die Skelette haben ja jetzt auch so eine andere Animation, sag ich mal. Also wenn die nicht schießen, dann ist der Bogen zeigt ja jetzt auch nach unten, also ein bisschen realistischer, stimmt. Kein Schaf weit und breit zu sehen, kein einziges Schaf. Das ist natürlich extrem schlecht. Zwei Zombies, komm, die schaffen wir. Die schaffen wir. Ach, Mist. Komm, stirb. Natürlich kann jetzt sein, dass ein Creeper von hinten kommt. Da müssen wir aufpassen. Was? Ich hatte hier, glaube ich, einen Effekt oder so. Stirb. Alter, wie viel halten die denn aus? Das ist doch nicht mehr normal. Ich denke mal, ich müsste mich doch noch mal ein bisschen um das Kampfsystem der 1.9 informieren. Da wurde ja einiges verändert. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Kann ja auch sein. Nee, mir wird das jetzt zu eckig. Ich sehe da einen Zombie mit Goldrüstung. Also, Goldhose meinte ich. Na gut, dieser Part ist eh jetzt vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann im nächsten Part werden wir vielleicht erstmal auf die Suche nach einem Schaf gehen, damit wir wenigstens die Nächte übernachten können. Wenigstens die Nächte, weil das kostet halt immer schon eine Menge Zeit. Und Zeit ist Geld! Oder halt auch Überleben. Oder Zeit ist Überleben. Oder wie man das auch immer nennen kann. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Und ciao!